ging in der Diskussion insbesondere darum, Instrumente zu finden, Wege zu finden, wie man Nutzungsmischungen in der inneren Stadt ermöglichen kann, ohne dass letztendlich Gewerbebetriebe verdrängt werden, vertrieben werden und sozusagen alles durch das Wohnen belegt wird. Ich denke, dass eine vorausschauende Gewerbeflächenstrategie einerseits sich auf den Bestand fokussieren muss, die Bestände sichern muss, dass es aber auch genügend Raum geben muss für kompakte Lösungen und für gemischte Lösungen. Wir haben in München ein sehr gutes Beispiel und auch sehr lange Erfahrung zum Thema der kompakten Gewerbeanordnung. Das nennt sich Gewerbehofprogramm. Die ersten Gewerbehöfe sind schon Anfang der 80er Jahre entstanden. Als Teil der Stadtsanierung hat man eben die Innenhöfe entkernt und das Gewerbe aus diesen Innenhöfen in diesen Gewerbe, aus den Innenhöfen in die Gewerbehöfe untergebracht. Und das ist ein Modell, das in München jetzt seit vielen Jahren erfolgreich weiterentwickelt wird. Wir haben mittlerweile 8 von diesen Höfen, insgesamt 100.000 Quadratmeter vermietbare Fläche und 450 Betriebe, die dort arbeiten. Die Berliner hatten auch sowas. Es klang ja auch heute in der Diskussion an, dass es eine vergleichbare Gesellschaft mal gab. Und die Überlegungen stehen ja jetzt darin, das zu reaktivieren oder an einer vorhandenen Gesellschaft anzudocken. Und das kann natürlich ein Weg sein, neben der reinen Marktwirtschaft, die natürlich die Vergabe von Flächen über den Preis regelt, ein zusätzliches Angebot zu schaffen, gerade für kleine Unternehmen, für Handwerksbetriebe, die sich die Preise auf dem freien Markt nicht leisten können, aber genauso wichtig sind, um die Bevölkerung mit Dienstleistungen, mit Handwerkerleistungen letztendlich versorgen zu können.